Nehme mal an, du willst, Wie dass viel ich Leben früh fehlen drankomme. dir, wenn du früh drankommst? Fünf So, Leben. pass auf, komm früh dran, ja, weil dann wär ich dich heilen. Was hältst du Ja. davon? Gute Hört Idee. sich Ich kann relativ früh drankommen, also nicht doch super gut früh. an. Schau dann, demnach, dass ich jetzt eh vor der Tür stehe. Ja, ich werde die Karte. So. Machen wir das so. Dann brauchst du dich vor dem Angriff von dem Ding keine Sorgen machen. Gut. Okay. Dann schauen wir. Warte mal. Wir haben den runterfallenden Stein vergessen Ah, ja, übrigens. genau. Ja, stimmt. Ja. Mach mal, weil. Bitte, ja. Ja, wenn es 7 ist. Wie nimmt man da was raus? Ich glaube, das darf nur ich. Probiert mal einer. Ja, ich habe Er eine hat die Münze. Münze. Und die Was? 4. Und die 4. Ja, ich habe Leider. eine Münze reingeworfen vorhin. So, warte mal. Dann machen wir das daher. So. Da kommt auch noch einer. Da haben wir auch noch eine 4. Schade. Da ist, glaube ich, auch noch eine 4 drunter. Ah ja. Ich werde keine Long Rest machen dürfen, gell? Wenn ich da stehe, wo ich stehe. Jetzt Weil da haben wir stehe gerade ich. vorher drüber geredet. Ich meine, danach, Ja, jetzt danach nach dem kannst du es Zug. machen. Ja, danach kannst du es machen. Aber stehe ich da Boah. nicht im Weg rum? Naja, nein, der René und ich, wir sind Fernkämpfer. Ich glaube nicht, dass wir neben der Okay. Tür stehen müssen, um sie zu treffen. Naja, Abgesehen um ehrlich zu davon. sein, mir wäre es schon recht, wenn ich da ohne den Jump durchkommen könnte. Weil die Also, Jump-Karte ich gebe mir verliere extra meine ich, wenn Stiefel ich sie auf. Ich spiele. werde. Ich werde. Nein, Ich bei glaube. mir ist nur die Frage, ob ich jetzt die Eagle-Eye-Goggles verwende oder nicht. Wenn ich sie verwende, würde ich gerne Long Rest machen. Ja, wenn ich sie nicht verwende, habe ich Ja, sie nachher kannst noch. du, du kannst es machen, ja. Wir haben noch genug wieder noch über, du kannst noch eine machen, Okay. Ihr habt eure Karten schon gelegt. Ich decke den Night Demon auf. Halt, halt! Ich habe schon eine Karte beiseite gelegt. Wieso hast du Was schon heißt eine Karte beiseite beiseite gelegt? gelegt? Na, weil wir schon ziehen wollten, dann hat jemand Ja. gerufen, hey, wir müssen noch die Stalaktiten machen. Was? Und Ach so. deshalb ist Das ist das die die Karte, die Karte, die jetzt jetzt kommt. alles klar, ja. Ah, oje. Ja, Was ist halt das? mal aus. Das halt mal aus. Origin Okay. Und wandle eine Energie um in Dunkel oder was soll Ja, das heißen? genau. Ja, das ist dann die hier. Das Eis, wenn es keiner vorher verwendet. Ja. Hallo, Moment, ihr müsst weg sein, oder? Nein, nein. Du hast vorher Runde das Eis verwendet. Ah ja, stimmt, Nein, ich er habe hat wieder vorher Eis Runde das Eis erzeugt. verwendet. Ja, aber das Zeug auch wieder ein neues Eis erzeugt, oder Nein, nicht? ich habe kein Eis Nein, er hat erzeugt. das Ich Eis habe verwendet für den Angriff Natur mit Stump. erzeugt. Ah, Und das okay. Eis habe ich Richtig, gut, verwendet dass für du es meinen weißt. Angriff. Es hat zwar nichts gebracht, Okay. aber ich habe gesagt, ich stunne jetzt den Felsen. Michi, spannest du mich Abgesetzt. länger auf die Folter? Crackhart, kannst du mal deine Karten umdrehen? So, ja, natürlich. Okay, der Night Demon ist dran, bewegt sich, wen fokussiert er? Naja, Naja, ja, den den Andi, Andi-planmäßig. mich. Ich habe die Weil frühere Initiative. der Andi hat die früheste Initiative von uns dreien. Geht daher. Jetzt stellen wir es so hin, dass wir neu sehen können. Am Ende seines Zuges wird er sichtbar. Er macht einen Angriff 4 auf den Ande. Und dann macht er noch einen Schaden auf den Ande und auf Genau. mich. Also. Also ich krieg 3 Schaden, die ich nicht krieg, leider. Ja. Die hätte ich schon genommen, aber ich muss das hier weiter tun. Ja, aber Eine jetzt Erfahrung. gleich ungut, weil jetzt kriegst du nochmal einen Schaden, den du nicht kriegst. Genau, jetzt ist die Ja. Karte weg. Das ist natürlich blöd, weil es Und du kriegst eine noch mehr Juggernaut. Erfahrung. Ja. Ja. Die Juggernaut ist weg. Und Michi, du nimmst auch einen Schaden, ne? So, er hat keine Energie, die er umwandeln kann. So. Und er ist jetzt wieder sichtbar. Juhui. Warte mal, du hättest 18 Leben, gell? Andi, Ich normalerweise. hätte 18 Leben, genau. Passt. Ja. Andi, Okay. ich bin dran.
Also, nachdem er eh schon dran war, fahre ich trotzdem lieber auf die Tür drauf. Und nachdem ich dann einen Long Rest machen kann, ist das so? Seid ihr dann einverstanden? Weil dann würde ich jetzt Eagle Eye Goggles verwenden. Ja, mach. Okay. Verwende die. Und habe jetzt quasi einen Angriff 3 plus 2, also plus Eagle Eye Goggles. Einmal, zweimal. Okay, Was heißt das? also Ich noch an die eine nochmal Tür? Nein, 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 ziehen. nein, 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 stopp. Nein, es das heißt nicht nochmal ziehen. Das ist eine Regelsache, wenn eine von den beiden Ah ja, Karten eine stimmt, ja. Roaming-Karte ist, Ah ja, bei genau. Advantage, dann werden einfach beide gemeinsam verwendet. Aber was ist das für eine Karte? Dann Eine Rolling-Karte. Also Ah, dann haben wir noch. Ad-Target-Karte Ah, ist das, ja, ja. aber das kann er nicht verwenden, Ja, oder? schon klar, ja. Da Warum kann kann ich ich es da nicht drin ja. verwenden? Na, weil es ein Nahkampf ist, Nahkampfangriff Achso, ist, du hast keine Moment, Ahnung. nein, 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 stopp. Er kann es verwenden. Ja, auf jeden Natürlich. Fall. Er kann es auf den Demon fallen und auf die Tür. So Zwei ist es. Targets. Perfekt. Ja, würde ich auch so Warte mal, sehen. Das ich ist würde es jetzt eigentlich auch tricky. so sehen. Weil halt, Hartmann, ich Na, habe ja ja. zum Beispiel diese Streitaxt. Mit der kann ich ja auch trotz eines Melee, also einen Nahkampfangriffs, zwei Angriffe machen. Das ist ja Ja, aber auch. die nebeneinander stehen. Naja, aber at target, das ist für mich Er hat eindeutig. jetzt Ad Target. Ja, aber da nützt die Streitaxt. Ich weiß nicht, was du jetzt mit der Streitaxt. Nein, Ich wollte nein, das, nur die ein Beispiel Streitaxt ist nennen. was Du hast anderes, nein. gemeint, Nahkampf heißt ein Ziel. Es kann nicht mehr als ein Ziel sein. Aber das Nein, nein, stimmt nein, nicht. nein. Es war mein Fehler. Ich habe geglaubt, du hast nur einen Feind neben dir stehen, Ach nämlich die Tür. so, Ich habe übersehen, ja. dass der Night Demon neben dich gezogen ist. So, warte, wir machen jetzt mal die Tür. Die kriegt einen Genau. Schaden. Nein, nicht Die vier kriegt Schaden. vier Schaden. Schaden, genau. Genau. Ich mach das. Und dann So. machen wir. Jetzt ziehst du komplett neu für den. So, stopp, jetzt muss noch schauen, ob die Eagle Eye Goggles gelten auch dafür. Also nochmal zwei Karten. Die gelten, ja, na klar, weil wir sind Ja. jetzt. Aber er hat Disadvantage gegen den Dämonen. Das heißt, er zieht eigentlich nur eine. Stopp, Ja, beide Karten sind stimmt. weg. Okay, dann plus eins. Nein, Vier ja genau. Schaden für ihn. Die liegt Ja, wieder auf dem Stapel oben drauf. ja. Genau. Aha. Jetzt So, haben wir es. schön. Vier Okay, Schaden liegt für bei den den Dämonen. Dämonen. Ja, Da ist er passt noch super. 10. Ja, das juckt ihn kaum. Naja, Wenn man das trotzdem. Ding auf den Schädel fällt, juckt's ihn. Ja, das stimmt. Da macht es einen Unterschied. Andi, du heilst mich noch um 2. Gut. Mich um 2. Das macht so. Nicht mich, sondern dich. Gut, mache Nein, du hältst mich um 2, ja, bitte. ich. Ja, du bist geheilt. Passt. Und Gut. Naturenergie wird erzeugt. Ah ja, sehr gut. Das ist Und ich kriege eine Erfahrung. Nein, kriege ich. Doch, ich kriege eine doch. Erfahrung. Höchste Erfahrung, ja. Na, das war So. doch ein erfolgreicher Zug. Ja. Mal schauen, ob es hilft. Ach, warte mal, ich habe letzte Runde vergessen, Crackling Air wegzunehmen und eine Erfahrung zu nehmen. Ich Dolm. Ja, nein, du hast es berücksichtigt beim Angriff, aber du Ich hab's hast deine Karte berüchtigt, nicht. ja genau. Ich hab eigentlich vorgehabt, jetzt den Andi zu heilen, ja. Aber Aber? ich könnte auch Crater verwenden, die obere Hälfte. Greift mit doppelt Disadvantage an, aber ich glaube, mehr als Disadvantage kann man eh nicht haben. Genau, ja. Ja. Und könnte den Night Demon um 2 Felder verschieben, nämlich hierhin. Und dann ziehen wir eine 9 und keine 7. Naja, es ist Nein, egal, wir nein, können es 7 ist oder egal, 9 ziehen, natürlich. es ist Ja, es ist egal. halt, es ist scherzhaft Ja, gesagt. Ja, aber aber. was bringt uns das, wenn er weiter Naja, weg ist? Drei Schaden. Er läuft ja Erstens. trotzdem zu uns her. Ja, Nein, schon, schau aber die mal, warte mal. Wahrscheinlichkeit. Entweder, wenn wir Glück haben, genau. Ja, gut, aber dieses Glück können wir bei 9 auch haben. Nein, Bei schau, 4. wenn Das wir. Wichtige Pass ist, auf, dass er einen pass Dreierangriff auf, hat auf pass 4. auf. Schau, der Unterschied ist, wenn wir 9 haben, ja, kommt Ja? er nicht mehr zu uns durch. Er ist tot, wenn wir das ziehen, wo er drauf steht. Er hat nur noch 10 Ja, Leben, 12 Schaden. aber selbst wenn wir die 9 ziehen, ja, kommt er nicht mehr zu uns. Das stimmt. Außer er hat eine Jump-Karte. Na doch, er kommt hierher. Ah nein, der ist auch Wohin? tot. Da drunter ist auch Nein, einer. es ist zu. Nein, wird schon. Das stimmt. Das Einzige, was ihn retten kann, ist eine 50% 2 oder Chance. 8. Das ist eine Genau, 50% 50-50 Chance. Ah, Chance. das verstehe ich nicht. Er kann doch auch. Okay, ja, du Wenn hast wir ihn er kann hierher springen, er hat kein schieben, Fliegen. dann ist er von uns getrennt, egal ob wir 7 oder Nicht 9 hier, ziehen. sondern nicht. Ja. Das ist es wert, ja.
Ja, gut, Ich meine, wir könnten ihn auch hier hinschieben, ja. Ich meine, dann ist überhaupt nur mehr 8 im Spiel. das stimmt, ist noch besser, ja. Ja. Guter Plan. Ja, dann mache ich das. Dann werde ich Da die überlegt Attacke. wirklich wer. Solange er keinen Fernkampfangriff hat, passt Und das. wir Na, haben es bis ist jetzt noch noch keinen das Fernkampfangriff Regiment ist noch gesehen. im Kopf. Ja. So, Ja. okay. Also, na warte mal. Okay, also ich spiele Crater, die obere Hälfte aus. Fernkampfangriff auf den Night Demon. Ich ziehe zwei Karten und habe Disadvantage. Okay, minus 2. Ich habe eine Attacke mit 3, das heißt, er bekommt einen Schaden. Gehe den runter auf 9. Ich bin auf dem Zweier. Sehr gut. Das heißt, wir haben sogar mehr als eine 50-50 Chance. Das ist eine Dreiviertel-Chance jetzt. Ne? Das heißt, Ja, du bist genau. gerade Und die gestärkt. andere Hälfte lasse ich verfallen, weil ich ihn machen. Ja. Ja? Gut, jetzt kommt die Passt. Longrest vom René und von mir. Ich habe meine Ich weiß mehr schon, oder welche weniger Karte ich gemacht. weggebe. Das Einzige, was ich noch mache, ist meine Gegenstände wieder in Ordnung bringen. Ich habe keinen Gegenstand, den ich in Ordnung bringen muss. Ich gebe eine Karte weg. Ich nehme mir zwei Leben. Könnte mir aber Karten wiederholen, gell? Gott. Und im nächsten Raum sind dann unsere Teleports zum Rauskommen, gell? Ich hoffe doch, ja. Wir müssen Ja, quasi da die müssen wir Monster gar nicht wahrscheinlich den besiegen. Wir Barty noch müssen nur. umbringen. Wir müssen Ja. alle vier auf den Teleport kommen, oder? So, die Erdenergie geht auf Waning. René, du bist fertig mit deiner Nein, ich habe die Gegenstandsliste. Die Erdenergie Erdenergie ist weg. verwendet, um ihn zu pushen. Ich bin Ist mit weg. meinem Ja, bin fertig, ja. gepusht. Mit meinem auch. Damit ziehen wir, wo jetzt wieder was runterfällt. Und zwar auf. Ah, Und? Hartmann. Echt jetzt? Ja, Geh 16-2. hart, Ma. Da ist noch ein Einzelner. Ich muss die Runde drauf eine Long Rest machen. Ja, kann ich noch machen. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, ja, weil im Endeffekt es gibt jetzt Nummer 2, 7, 9, also. Naja, er zieht jetzt wahrscheinlich her. Es ist wurscht. Es war. Manchmal funktionieren solche Sachen Ja, einfach nicht. das war eine gute Das Sache. war ein super Nein, die Plan. Idee war Nur super. Pech gehabt. Ja. Ja. Ich sehe nur ein Problem. Wie komme ich zu dieser Münze hin? Okay. Ich mache jetzt eine Longrest, Leute. Habt ihr das jemand erlaubt? Ja. Ja, okay. Wie lange Dann sind wir passt. jetzt da noch drinnen? Danke. Maximal. Okay. Ich überlege gerade, ob sich das bei mir Was nämlich ist das? ausgeht. 3 Marker gibt's Sechs. noch. Was passiert dann? Ich glaube, am Ende der Na, 10. zehn. Runde. Am Ende der 10. Runde Wir müssen wir können während draußen der sein. 10. Runde noch fliehen, aber am Ende der 10. Runde kommt das hier weg. Gut, das heißt, wenn ich jetzt einen Angriff Erst fall mal mache, bitte mal auf die noch Tür eine drauf. Long Rest und dann meinen Dings, habe ich noch eine Dann vierte hast du Runde sogar noch eine Zeit, Runde. Genau. Hast noch um einen Fehler rauszukommen. kalkulieren schon Gut. wieder. Das heißt. Können jetzt anständig Karten losten, gell? Jetzt Ja. sind eh nur noch 4 Runden. Ja, in dem Na, wir Raum, haben aber noch einen Raum dahinter vor kommt uns, noch ein aber. Raum. Ja. Hat man einen festen Angriff, könntest du mir irgendwann zurückgeben, theoretisch, oder? Wenn es sein muss. Ja, wahrscheinlich sogar jetzt. Okay. Hört sich gut an. Hast du ihn schon verwendet? Ja, er liegt schon auf meinen rausgeschmissenen Teil. Ja, dem René gebe ich keine Karte zurück, weil der holt sie sich eh selber. Andi, hast du irgendwelche wertvollen Karten, die du unbedingt brauchst? Nee, okay. Na, Michi, ich gebe dir die Karte jetzt zurück. Wobei Warten, du bist dran, gell? vielleicht haben wir die Jump 8 Karte, wenn du mir die zurückgeben würdest. Du wirst eh bald Reviving Aether machen, oder? Ja, Im ich habe zweiten nur, Durchgang vielleicht. naja, Nein, nein, ist warte. wurscht, ist, ich weiß, ich hoffe, ich komme da raus. mir Hast du wäre einen es recht, Jump? wenn ich nächste Runde neben dem Ding stehen könnte, neben der Tür, damit ich Schau, keine ich sag's Jump-Karte mal brauche, um so, ist rauszukommen.
Warte, warte, ich sag so, wenn die 9er runterfällt, ja, dann würde ich meine Potion verwenden und würde das Ding wieder wegräumen, okay? Du kannst mit der Michi hat Potion das Ding Möglichkeiten, wegräumen? Obstacles wegzuscannen. Kann da ein Obstacle einfach wegmachen. Ich müsste meine Potion dafür verwenden, dass ich es wieder kriege. Ich habe nämlich eigentlich vor, nächste Runde Long Rest zu machen. Okay. Und Ja, ich meine, also wenn das Ding. ich habe eine Jump-Karte, aber die will ich eigentlich nicht verwenden dafür, weil das ist eine Achterkarte und die verliere ich. Und wenn es Ich habe ja sein gerade gesagt, muss. ich kann es Ja, wegräumen, wenn es ist sein okay. muss. Wenn es Ist sein okay. muss, räume ich es dann weg. Ist okay. Okay? Heilung braucht momentan keiner, so wie ich sehe. Ja. Na, der Ande könnte 5 Punkte vertragen. Aber das ist nicht so dringend. Ja, wohl 5. Also wenn es dir, sagen wir so, wenn es dir jetzt heilen kannst, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Nur, du hast fast Ich Maximum. heile mich mit Long Rest nächste Runde. Ich mache eine Long Rest. Ja, du Ja, ich Ande, mache ich bringe nächste dich auf Runde im Übrigen Maximum auch wieder Punkte eine jetzt. Long Rest. Wow, ja, danke. Nehme ich gerne. Und Michi, ich gebe dir jetzt doch die Karte zurück. René, du Ja, wirst sie passt nicht mehr perfekt. kriegen. Also Ja, nur ich die räume Runde mir auch jetzt nicht das Ding weg. Also. mehr. Und ihr greift alle schön die Tür an, während ich nichts Ja, tue. wir greifen die Tür an. Ich nicht. Wirklich dämlich Ah ja, was greifen wir machen sie wir jetzt zwar mit an, aber. Nightbeamer? Warte mal, warte mal, warte mal. Der ist auf Reichweite 4 von mir, Wir das ist gut. knallen einfach die Tür jetzt weg. Also alles, was alle Schaden jetzt auf die Tür, weil selbst wenn der zu uns kommt, dann fressen wir halt kurz den Schaden. Ja? Weil dann er stirbt sowieso. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt schon stirbt, ist relativ hoch. Naja, ja, nur wenn er neu gezogen wird und er richtet halt jetzt was an. Ja, das. Ich sage ja, den Schaden kann man nehmen. Ich glaube, jetzt sollten wir uns um die Tür wirklich schon kümmern. Die 19 Leben dauert ja doch ein bisschen noch. Passt, dann drehen wir um, oder? Andi, was machst Achso, du jetzt nein, gerade? Andi. Der andere macht Long Rest. Der macht die Long Rest gerade, Okay, ja. ja, dann Ja, drehen wir um, genau, wir drehen natürlich. um. Okay. 37. Hast du eigentlich Ah, gesehen, die ob uns jemand müssen wir noch ziehen. zuschaut, Hartmar? Mich hat letztens wieder ein Schüler angesprochen, dass er keine Ahnung hat, was Ja, mit dem es Spiel haben sich noch passiert. Leute reingeschaut. Ja. Na, es schauen manchmal Leute rein, ich schaue auch manchmal auf den Chat. Also ich habe es im zweiten Monitor. Wenn jemand was sagt, fällt es mir irgendwann auf. So. Der ist mit 41 dran und wird ordentlich draufhauen. Auf irgendeinen Arm von uns. Wenn er da noch lebt. Und er wird noch leben. Ja, Na, jetzt wieder vor allem Hannes. auf mich hört er drauf. Ja, das wird der Angriff 6 werden. Weil? Weil er plus Plus 1 hat. eins. Ja, dann kriege ich halt 6 Schaden. Untere Hälfte von Stamina Booster heißt, ein Verbündeter in Reichweite 3 darf eine Karte zurücknehmen vom Lost Pile, das bist du, Michi. Ja, das mache ich gleich. Und obere Hälfte von Reinvigorating Elixir in Verbindung mit einer Anwendung von Potent Potables gibt dem Ande 5 Lebenspunkte zurück. Cool, danke. Und das war mein Zug, ich krieg noch 2 Erfahrungen. Gott, die kommt auf den Discard und die ist lost. Der Night Demon ist dran. Ist der Night Demon ist dran, ja. Ja, der kommt zu mir. Daher. Lass uns so stehen, dass man den 9 noch erahnt. Er erzeugt Dunkelheit, damit er sich wieder Da unsichtbar zieht er machen eine kann. Karte. Ich mach das mal. Ja, macht mir keinen Schaden. Ein Patzer, Michi. Tja. Das Geil. ist wirklich sehr praktisch. Das ist wirklich praktisch, ja. Na, das war ein Glückstreffer oder ein Glücksmiss. René. Ups, ja, ich mache einen Einser-Angriff mit dem Cold Fire und bewege mich dann zwei Felder.
Und machst Naturmagie. Und ich mach die Magie, die ihr braucht. Machst Natur. Ja. Und ich setze die Eagle Eye Goggles dabei ein. Ich wende nur ja, an, wenn es Wind gäbe. Ich mach danach wieder einen Long Rest, ja. Ja? Stopp, René. Was? Halt, wenn es Wind gäbe, dann könnte ich ein plus 2 machen. Du könntest was ja, machen? Mach Wind. Wind. Ja, also mir ist es egal. Ich mach das, was Wind. Ich wollte, aber ich greife zuerst an, bevor ich die Energie mache. Ja, ja. Also so gesehen. Also wir machen. Ja. So, na warte mal, das ist, ich könnte mit einem plus 1 Attack jetzt dann angreifen. Der Michael hat plus 2. Nein, plus 1 hätte ich. Ja, mach Wind. Ja, darf ich trotzdem mal machen. Den Angriff machen? Na gut. Mhm. Und dann entscheide ich, was ich mache. Für eine. Ah, Shot 2. Der nämlichste Spell Weaver aller Zeiten. Was? Ja, mit Eagle Eye Goggles ein plus 1 Angriff. Ein plus 1 Angriff auf ein Target. Na bitte, okay, schau. Aber ich mach 3 Schaden und plus mach 3 Schaden. Ja, die auf Tür spürt es eigentlich, sie geht runter auf 16. Ja. Und was soll ich jetzt machen? Wind oder? Wind macht 2 Schaden. Ja, mach Wind. Okay, dann mach ich so jetzt gemacht mit deiner Karte. Dann mach ich Wind. Was? Michael. Was willst du eigentlich von mir, Hartmann? So. Ich meine. Aber warte mal, ich gehe aber noch woanders hin. Und zwar gehe ich tatsächlich, weil ich diese Ecke nicht mag, daher. Das macht keinen Unterschied. Du gehst neben den. Martin. Mach keinen Unterschied, stellst du dich bitte da wieder hin. Wieso? Ja, weil der Night Demons dich sonst angreift. Ja, aber dann kann er nur in die Richtung zurück, wenn der 9 auf ihn drauf fällt. Ja, ich habe noch die Frost Armor, das passt schon. Ja, okay, ich bleib halt da. Bleib dort stehen einfach. Die Frost Armor? Ich nein, du wirst sie dir nicht aufheben, weil du wirst bald Reviving genau. Eva machen und sie auf die Hand genau. nehmen. Übernächste Runde mache ich Reviving Eva und dann ist die Frost Armor sowieso besser. Ja, stimmt. Ja, stimmt, lass ich. Und so nehme ich vielleicht einmal einen stimmt. Angriff von euch weg, aber das tue ich wahrscheinlich eh nicht, weil ich mache ja nächste Runde an Dings, ich mache ja nächste Runde an Long Rest. Das heißt, ich nehme euch den Angriff wahrscheinlich so oder so nicht weg. Obwohl ich wieso? Gerne würde. Initiative. Genau. Initiative ist es ja. Ich mache auch eine Long Rest. Ja, okay, gut. Und was ist mit dem Andi? Der Andi wird es dann bekommen. Ja, schaut so aus. Aber ja, ich kann das aushalten. Ich habe nämlich, da Stiefel, kann ich die während der Longrest einsetzen, um bei 89 dran zu kommen? Ich glaube schon, ja. Ja. Gegenstände kann man grundsätzlich während einer Rast verwenden, soweit ich weiß. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube es. Ja, steht at the beginning of a round after all ability cards have been revealed, increase or decrease your leading initiative value by 10. Haben Sie eigentlich die 3 Schaden, die ich gemacht habe, der Tür abgezogen? Sie ist von 19 auf 16 gefallen. Ach, die ist noch auf 16, noch sehr aus. Okay. Ja, aber der Michi wird das jetzt machen. Gut, ich knall mit Avalanche die oberen Hälfte einmal drauf. Du nimmst dann 2 Angriff. Oder warte mal, kannst du mir nicht Naturmagie geben? Weil dann könnte ich einen 5er Angriff draus machen. Das haben wir gerade vorhin das diskutiert. Haben wir vorhin diskutiert. Wind ist besser. Ja, aber da hat man. Ich bin schon längst dran gewesen, das hätte man meines machen müssen. Gut, dann greifen wir wirklich die Karte losten, nur damit du 2 Angriff mehr hast. Ich weiß es nicht, ob es gut oder nicht ist, ich frag's nur. Naja, es gibt sowieso kein Karten zurückholen. Aber das Ding hat noch. Wir haben ja nur noch 4 Runden. Nein, und Andi, wir haben mehr als 4 Runden. Danach kommen weitere. Ach so. Räume. Also nur dieser eine Raum. Für den gilt das. Ja. Ach so, alles klar. Sonst wäre schon Feuer am Dach. Wenn das ganze Szenario in den nächsten 4 Runden zu gewinnen ist, dann wären wir sehr spät dran jetzt. Pass auf, wir haben noch 6, wir sind in der 6. Runde, 7. Runde. Das heißt, wir haben nachher noch eigentlich 3 Runden Zeit, alle aus diesem Raum rauszukommen. Ja, keine Pause. So. Bist sicher?
Ich mache nächste Runde Long Rest. Und du setzt zu dritt, du kannst zu dritt Nein, draufknallen, ich das sollte mache auch eigentlich einen Long Rest nächste Runde. reichen. Dann sind es nur zwei. Über nächste Runde werde ich auch nicht angreifen. Also ich greife jetzt nichts an in nächster Zeit. Ja, ich meine, das Ding ist zwar eine nette Attacke, ja, aber jetzt ganz ehrlich, hat man, ja. Rauskommen, glaube ich, ist jetzt mittlerweile angesagt, oder? Aber 16 ist nicht so wenig. Keine Entscheidung, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, ich lasse die Karte. Ich lasse sie. Ja, ja. Ich lasse sie. Okay, ich ziehe jetzt eine Angriffskarte. Eine plus 1, plus Immobilize, was nichts bringt. Schaden auf die Tür. Ja, sie geht runter auf 11. Und kann sie nicht mehr bewegen. Ganz wichtig. Ja, so. Das ist das Problem in the first space. Na, wie heißt das? Place. In the first place. Genau. So. Und werde jetzt eine Long Rest machen. Ja. Warte mal, jetzt macht er mal der Andes eine Long Rest. Mhm. Genau. Also ich lost eine Karte. Die hier. Und ich krieg. Ich habe meine Karten umgesetzt, das war's. Die Elemente braucht ihr nächste Runde, nachdem ich die Long Rest gemacht habe, dann eigentlich irgendeine Energie unbedingt? Wenn ja, dann durch meine Potion. Ich ziehe also meine ich Steine nicht. Runterfallen. Und zwar Nummer 9. Ja, okay, jetzt dann ist das Viech ist tot. Da kommt nachher eine Münze drauf. Wow, endlich! Ja, schau. Das hat lang gedauert. Aber es hat uns nichts gemacht, also von dem her. Hat schon gepasst so. War schon gut so. So, und der Spellweaver sollte jumpen können. So, das war. Ich dachte, ihr könnt so das Ding wegräumen. Ja, oder wie auch immer. Da kommt auch noch ein Boulder hin, der uns nicht mehr wirklich interessiert. Und jetzt haben wir nur noch 2 und 7er, sehe ich das richtig aus? Ey, ich kann das nicht nehmen, diesen Boulder. Ja, weil ich ihn gelockt habe. Warum machst du das? Damit du ihn nicht nehmen kannst. Der damit ist du schief. Keinen Blödsinn machst. Der ist da hinten, da schaut keiner mehr hin. Diese Höhle ist bald komplett weg. Kannst du das anlocken? Nein! Hör auf, da hinzuschauen. Oh, diesen hier bitte. Kannst du bitte diesen anlocken? Andi, du bist fürchterlich. Er ist geunlockt. Ah, schau mal, geht's. Passt da nicht mehr rein. Ja. Ja, schau, du machst das noch kaputter. Können wir weitermachen? Hör auf mit deinen Ich habe nämlich Kopfschmerzen. Ja, dem René Kopfschmerzen zu machen. So, nächste Runde. Haut die Tür. Haut die Tür! Warum ist der schon wieder gelockt? Weil ich ihn gelockt habe, jetzt gib mal Ruhe. Aber warum machst du das? So. Damit du keinen Blödsinn machst. Weil, René, ich werde dir dann den Weg freiräumen, gell? Das ist nett. Eine unnötige Karte zu erzeugen. Wir sollten schauen, dass wir die Tür jetzt wegmachen. Ja, das wäre nicht schlecht. Es geht nicht nur darum, die Tür aufzumachen, sondern wir müssen ja dann auch noch in den nächsten Raum hinein. Wir alle übereinander oder verstellen uns den Weg an die Hör auf, bitte. Es ist immer noch gelockt. Im Ernst, warum lockst du das? Das kapiere ich nicht. Damit wenn die irgendjemand. Leute die Karte nicht durcheinander bringen, wenn sie unabsichtlich vor draufklicken. Du weißt ja gar nicht, Andi, wie viel Sache ich da machen muss, damit du nicht alles nur da. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, aber ich lege die Karte weg. So, nein, ich bin ja noch nicht dran, aber... Ja. So. Ich hoffe, ich mache auch keinen Fehler, aber ich... lege auch... Schau mal, der ist nicht gelockt. Stopp mal, macht ihr alle drei Long Rest jetzt? Nein, der Andi macht sicher keine Long Rest, der hat nein, letzte der, der Runde hat eine Long Rest gemacht. Er hat seinen Button einfach nur vergessen. Anstatt, dass er seinen Zug endlich macht, spielt er sich mit irgendwelchen komischen Bouldern rum. Ja, ich weiß auch nicht, warum der Hardware das lockt. Jetzt mach deinen Zug. Wie meine Kinder.
Ich hole mein Glas Nein, das Wasser. stimmt nicht. Meine Kinder sind vernünftiger. Die müssen vernünftig sein, meinetwegen. Du forderst mich aber jetzt heraus, das weißt du schon. naja, ich könnte jetzt, ich weiß nicht, auf könnte das eine Ding Karte, einhauen? ich könnte eine Karte losten, um einen noch stärkeren Angriff zu machen. Ja, haut drauf. Ja, Andi, ich loste jetzt auch eine Karte und hoffe, dass ich keinen Patzer ziehe. Aber der Angriff ist nur um eins stärker als sonst. Ach so, dann mach einen normalen Angriff. Für eins mehr würde ich keine Karte ergeben. Du hast, vergiss nicht dein Windschwert. Ja, ja. Warte mal, ist das hier die richtige? Ich würde sagen, wir räumen das jetzt weg, die Tür, oder? Das wäre schön, wenn du das tust. Ich muss mir noch eine zweite Karte überlegen. Garten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich die Tür jetzt wegräume. Mit 11 Schaden? Ja. Wie früh bist du dran, Ande? Also im Bereich zwischen Früh und Mittel. Das ist okay. Weil dann bin ich nach dir dran, dann kann ich flexibel agieren. So machen vielleicht. Warte, muss man das nochmal anschauen. Okay. Okay. Du bist vor mir dran, wir haben keine Monster, dann mach mal. So, ich verwende Eagle Eye Goggles für diesen mit jetzt Zimmerangriff, Unstoppable Charge. 7 deshalb, weil ich den Wind verwende, der da liegt, für das Stormblade. Ja. Und ich habe Eagle Eye Goggles. Fast. Das okay, heißt, das war's. Naja, noch ist weg. Nein, 10 Schaden, oder? Ja, sie ist jetzt auf 1. Genau. Attack, achso, ja. Und sag mal, Attack 2, ja. Die ja. Eagle Eye Goggles sind für eine Action. Das heißt, mein zweiter Angriff ist jetzt nicht. Genau, mehr davon, eine Hälfte einer Karte. Genau. So, und dann mache ich noch den. Von Spertäger. Spertäger den Zweier angreift. Ja, jetzt ist sie weg. So, na Gott okay, jetzt passieren mal ein paar Dinge. Ich räume diese 1 hier weg. Soll ich irgendwas lesen? Na, warte. Die Frage ist: Ist sie gleich weg oder müssen wir erst drauf gehen, dass sie offen ist? Ich kriege eine Erfahrung. Na, sie wird geöffnet, wenn sie zerstört ist. Das heißt, wir machen den nächsten Raum auf. Oh je. Jetzt ist etwas los. Das sind Bs. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Bs sehen will. Hey, das sind Fallen. Ihr Trap. Okay. So, René, liest du vor, was bei 1 steht? Mm-hmm. You break through the boulder as the cavern collapses around you. You are able to move on, but you are not yet out of danger. And Barty is nowhere to be found. Das finde ich einmal gut, dass wir gegen den nicht kämpfen müssen. Special rules. At the end of the 11th round, Hexes 1 and B have obstacles placed in them. No sales. With the same consequences as in previous room. Okay, also 1, B und B und B, da sollte man nicht stehen bleiben am Ende der 11. Runde. Das heißt, wir sollten uns irgendwie schneller reinbewegen. War vielleicht doch nicht so klug, was ich gemacht habe.
At the end of each subsequent round, three more obstacles are placed in the three hexes directly to the right of where they were, placed in the previous round. Okay, das heißt, hinter uns fällt das einfach langsam zusammen. Ja. Aber erst ab der 11. Runde. Und zwar Nummern 5, 6.